Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Let's Play World of Warcraft Battle for Azeroth, der nachtgeborene Krieger. Und das versucht mal so schnell zu sagen wie ich, dann wünsche ich euch viel Spaß und ich hoffe, ihr kriegt eure Zunge aus dem Mixer wieder raus. Da gehört sie nämlich danach rein. Ist der da drin? Nein, das ist ein Kanonier. Da ist er wieder gespawnt. So, wir sind immer noch mitten am Vermöbeln von die Piraten. Alter, die Piraten müssen vermöbelt werden. Ne? Haben sich wahrscheinlich zu sehr gegen Artikel 13 gestellt. Und Sylvanas ist mehr so die CDU, ne? Und deshalb müssen wir hier vermutlich trotz des Sympathikus, ne, den wir doch für die Piraten haben, weil sie sich so gegen Artikel 13 gestellt haben, dann müssen wir sie trotzdem ordentlich vermöbeln. In dem Fall sogar ordentlich, ne? Es gab mal, ich weiß gar nicht, war das hier auf dem Server oder war es auf Teradras? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da gab es eine Gilde, die hieß Ordentlich aufs Maul. Ja, habe ich gefeiert. Hab ich einfach gefeiert, die Leute. Ne? Also das war einfach ein Gildenname. Der ist dumm und der ist genau das, was ich mir so erwarte eigentlich. Ne? So einen Gildennamen braucht man. Der muss sein. Ist natürlich nicht so cool wie die Schattenmorellen. Auch das muss man so sagen. Ne? Schattenmorellen, beste Gilde. Hau! Ne? Auch natürlich besser als Crafts Army mit mehr Raid-Erfolgen und so. Guckt nach hier, ne? Seht ihr? Heftig viele, heftigst viele Member sind hier drin. So, und wir sollen uns einmal, achso, ich muss erst zurück, ne? Ich muss zurück zu dir, um den ganzen Scheiß zu machen. So, wir wollen erstmal gucken, dass wir hier, ja, schade. Ja, 5 ist eigentlich ganz in Ordnung. 30er Taschen haben wir auch. Gut, dass ich da aufgepasst habe. Okay, also ich muss auf jeden Fall nochmal bei Gelegenheit einen Tauren hochspielen. Welche Horde-Völker fehlen mir denn noch? Taucher habe ich halt nie wirklich gespielt. Ne? Panda ist auch noch nicht ganz oben. Aber fast. So, wir nehmen mal die Mütze mit. Ja, die sieht irgendwie kacke aus, ne? Scheiße Mütze. Ist einfach nicht hübsch. Müssen wir einfach nochmal übermorgen jetzt. Was heißt denn früher von Transmog? Levelphase. Das war eigentlich auch ganz hübsch, ne? Und Prot? Hm, keine Ahnung. Also, das hier gefällt mir ehrlich gesagt wirklich gut. Vielleicht stelle ich mir bei Gelegenheit nochmal ein anderes Transmog zusammen. Weiß noch nicht welches. So, nach so könnte ich Rastakan zurück und dann müssen wir mal hier im Süden die ganze Scheiße machen. Da gibt es auch jede Menge buntes, verschiedenes. Na? Vor allen Dingen wäre es, glaube ich, mal ganz angebracht, mittlerweile mir Goblin-Gleiter zu schicken, ne? Goblin-Gleiter wären, glaube ich, mal ganz tofte, eigentlich. Könnte auch den Kriegsmodus langsam ausmachen. Auch das wäre mal möglich. In die Rest Area, aber nur. Anmachen kann man ihn nur in Orgrimmar. Und, okay, das brauchen wir eigentlich nicht. Cooldown of Rank reduced bei 2 Minuten. Wie viel hatten wir? 3 Minuten. Aha, das ist doch nicht schlecht. Charge resets the cooldown of your overpower. Das klingt auch nicht schlecht. Das nehmen wir doch mal mit. Und Spell Reflection. Na, das ist ja auch ganz schön. Eigentlich habe ich die irgendwo hier drin. Da habe ich schon. Super! Bin ja irgendwie vorbereitet. Wie auch immer ich das gemacht habe, aber ich bin vorbereitet. Und 25.000 Gold haben wir noch. Da schicke ich bald mal ein bisschen was rüber. Ich glaube, so 10.000 kann man mal rüber schicken, weil fliegen kannst du schon, ne? Mein Kollege hier. Und Aufzug, Aufzug! Woo! Aufzug noch gekriegt, wunderbar. So, dann wollen wir mal schauen. Bei King Rastakan. Ne? King Rastakan, Mann. Nein, wirklich nicht? Doch, hier. Wollte ich noch gerade sagen. König Rastakan mit 150 Azeritmacht. Ah ja, wir müssen da jetzt runter. Das heißt, jetzt können wir auch die ganze Scheuße machen. Mit den Affen und dem Bonusziel. Das sieht aber auch cool aus hier, oder?
Dieses goldene Siegel, das sich da so dreht, hat was. Ist hier eigentlich schon mal jemand gewesen? Hat das schon mal jemand erkundet hier? Wie die Pyramide von der anderen Seite aussieht? Ich bin nicht so ganz sicher. Okay, ich war zu langsam. Ne, da war kein Pfad verfügbar. Ja, das ist jetzt unpraktisch, würde ich sagen. Obwohl, wir kommen da noch hin. Ne? Wir kommen da prinzipiell noch hin. Aber es ist eigentlich ein Platz, an dem man jetzt nicht so unbedingt rankommt. Blizzard. Na? Würde mich interessieren, ob man, wenn man Fliegen hat, hier auch an bestimmten Stellen einen Flugmount bekommt beim Tod. Das wäre eigentlich ganz nice. Finde ich. Na? Wäre eigentlich ganz nice. So, fallen wir mal hier runter. Fumps. So, einmal wiederbeleben und dann wollen wir mal schauen. So, ah ja, hier geht's. Super. Wo wollen wir? Darunter wollen wir eigentlich, ne? Ah ja, das ist ja nochmal ein tiefer Fall, da wollen wir nicht runterspringen. Einmal reicht. So. Das war knapp. Ich hätte mich, glaube ich, an eine Spinne theoretisch anchargen können. Wenn ich denn so intelligent gewesen wäre. Dem war aber nicht so. Glaubt man gar nicht, ne? Glaubt man gar nicht. Spieler gegen Spieler. Kann man sich auf dem Level für ein Battleground anmelden, ist die Frage. Ja, können wir mal probieren. Können wir auf jeden Fall mal probieren. Einfach mal anmelden. Mal gucken, was passiert. 8 Minuten, das geht. Das geht. Ich dachte, die ganze Levelphase so, wäre doch eigentlich mal geil, ne, mit Arena zu leveln. Aber das wollte es irgendwie nicht. Da hat es nicht so Bock drauf. So, hier ist eigentlich eine Elite-Quest, die wir noch nicht machen können jetzt. Oder noch nicht, weil da oben wir uns erst die Quest abholen müssen. Genau hier. Pumpernickel. Ne, Thumbnackel und die Empress. Und wir müssen aber auch definitiv noch zu dem anderen gehen. Ich weiß nicht, wie schlau das jetzt war. So, haben wir irgendwas, um uns zu heilen? Eigentlich nicht so wirklich, ne? Halskette habe ich auch nicht mehr an zum Heilen. Okay, da sterbe ich jetzt vermutlich. Das hätte ich aber geschafft. Prinzipiell. Puh. Ja, dann wäre ich eh gestorben. Aber gut. Look at you, the mighty hero. Hui, da springt man ja echt weit runter. Okay, also ihr habt auf jeden Fall Spaß dabei, mir zuzugucken, wie ich mich umbringe. Ich hätte den ganzen Scheiß auch, glaube ich, etwas leichter machen können, indem ich mir eine Stärke-Flask oder so reingezimmert hätte. Hier habe ich, glaube ich, noch irgendwo rumfliegen. Auf irgendeinem Char oder so. Das sollte man sich vielleicht mal überlegen. Oder die Legion-Stärke-Flask kann ich bestimmt noch eine Menge von herstellen. Damals war ich noch nicht so faul. Ich bin momentan wieder mega faul geworden mit dem Farmen. Wenn 8-2 raus ist, ist meine erste Priorität fliegen. Und die zweite Priorität ist dann halt in Nas Jadtar mit meinem Schamanen rumfliegen und die Kräuter farmen, die ich brauche. Ja, das ist nämlich nicht so schön. Da ist noch einer. Gibt es da vielleicht zwei von? Naja, erstmal wichtig ist hier eben diese Quests mitnehmen. Gibt es hier überhaupt Quests? Ja, ich bin schon wieder an der falschen Stelle. Mann, ich kenne mich hier gut aus. Ich kenne mich hier gut aus. Ich hätte eigentlich hinten rumgehen müssen. Das war insgesamt. Nee, Moment, da muss ich. Wo zum Fick muss ich denn hin? Da unten ist das, was ich. Nein, das ist nicht das, was ich meine. Hier gibt es doch irgendwo Port in Peril. Doch, das ist das, wo es. Oder? Alter. Was ist mit mir? Was mache ich hier?
Tempel des Propheten, Zuldazar. Zuldazar. Das ist aber nicht das, was ich meine. Ich habe irgendwie... Ne, ihr merkt, der Alzheimer kommt immer früher. Macht euch mal drauf gefasst, Leute. Macht euch mal drauf gefasst. So, hier. Ja, hier wollte ich aber... Nee, das meinte ich nicht. Scheiße. Ich bin gut. Kenn mich in WoW gut aus. Das definitiv. So. Sind halt auch... Als Ganzplayer würde ich, glaube ich, auch nicht schlachten. Da würde ich einfach vorbeigehen. Weil welchen Sinn hat es, sich mit denen anzulegen? Holen die am Ende nur ihren Main und dann lohnt das nicht. Das war ein schöner... Das war wirklich schön gerade, dass da gleichzeitig mein Execute geprockt ist. Ja, es sieht doch diesmal so aus, als könnten wir das schaffen. Parieren wir dann nochmal ein bisschen. Den Cooldown habe ich mal natürlich mal wieder vergessen. Ich finde es immer schade, wenn man keine Klasse oder Skillung spielt, die sie selbst nebenbei mitteilen kann. Ein bisschen Self-Heal ist eigentlich ganz nice. So, und jetzt können wir ihn eigentlich down-executen. So, schön. Schön, 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 dass das noch funktioniert hat. So, jetzt drehen wir uns mal gegen die beiden Lümmel. Okay, jetzt habe ich den Vogel mitgepult. Es wird immer besser. So. Das geht jetzt aber eigentlich ganz gut. Unsere Wartezeit ist auf 5 Minuten. Das heißt, wir kommen wahrscheinlich gleich in irgendeinen Battleground rein. Wie gesagt, ist mir nicht wichtig, ob ich das gewinne oder verliere. Es geht eigentlich nur darum, dass man damit eigentlich, glaube prinzipiell ganz gut leveln kann. Und wäre... Alter. Wäre dann natürlich auch ganz schön, wenn wir es gewinnen, ne? Hätte natürlich ein bisschen mehr. Alter, die hauen gut rein. Okay. Alter, was ist denn das für ein Schaden hier? Komm, ich hab gar nicht mit klar. Da ist ein Ali. Ich hatte schon kurz Angst, dass er mich haut. Ja, aber die... Alter. Ja, okay, da habe ich wahrscheinlich einfach zu viel gepult auch. Das war dumm. Alter, ich komme auf den Krieger einfach nicht mehr klar gerade. Warum auch immer. Ich habe auch keine Potions und so weiter. Das alles nicht. Alles nicht da. Neues Potions. Was habe ich denn hier? Bottomless Flask, ja, die ist nicht so wichtig. Die bringt nicht so viel. Riverbud, die wollen wir auch hier runter haben. Hm, überlege gerade. Wo bin ich denn schon wieder langgelaufen, verdammt? Wo ist denn der fucking Friedhof? Alter, der ist ja Jahre weg von dem, wo ich gelandet bin. Ey. Ich bin aber... Ich habe einfach Glück heute. Das ist nicht feierlich, du. Das ist einfach nicht mehr feierlich. Ha, ne, 0.40 Uhr und ich bin wach. Ich bin wach, ich bin da. Warum auch immer. Meine Stimme nicht mehr so ganz langsam. Ne, heute 3 Stunden Stream gehabt. Sekiro, ersten Subscriber auf Twitch bekommen. Der gute Emeron. An dieser Stelle auch nochmal danke, Emeron. Freut mich, wirklich. Ich glaub, es klingt irgendwie so ein bisschen... Ne, also, ich klinge ein bisschen... also, so neutral, finde ich. Aber es ist wirklich... Also, ich freue mich wirklich. Also... Das sage ich nicht einfach nur so. Auch wenn es ein bisschen so klingt, muss ich es zugeben. Also, es ist auf jeden Fall ein Subscriber mehr, mit, als ich gerechnet hätte. Und ich freue mich wirklich über jeden, der entweder subscribt oder zuschaut. Ne? Ich freue mich auch über jeden Zuschauer. Zuschauer bin ich auch, finde ich auch toll, dass da auch so viele waren. Also über, dank, ich glaube, Craft hat mich gehostet oder so. Und dank dem waren es dann natürlich auch ein bisschen mehr Zuschauer insgesamt. Aber... Ja. So, jetzt muss ich mal hier Parieren anschmeißen. Avatar. Mehr Schaden raushauen, solange es geht.
far away. Nervt das. Da kommt der ein Execute. Alter, wie viel Schaden der auf einmal raushaut. I am out of range. Okay, jetzt kann er. Könnte halt theoretisch totbluten. Das Glück. Boah, Alter, so viel Probleme hatte ich mit dem echt noch nie. Das war ja krass. Na gut, ne, man hat halt auch, wenn man halt auch keinen Self-Heal hat, dann zieht einen das schon ordentlich runter, ne? Stimmt schon. Also, Selfie, vielleicht sollte ich mir irgendwie mal was einstecken demnächst. Keine Ahnung, eine Potion oder so, eine Healing Potion. Habe ich halt bis jetzt nicht gebraucht, ne? Bis jetzt war mein Schaden eigentlich adäquat. Aber ich glaube fast, der wird jetzt immer schlechter werden. Der wird jetzt immer schlechter werden. Ich glaube, in der nächsten, also, wenn ich den BG-Invite bekomme, dann würde ich sagen, ist die Folge mal vorbei. Weil das BG wird vermutlich ein bisschen länger dauern insgesamt. Und dann würde ich es gerne so ein, zumindest versuchen, letztendlich in einer Folge zu machen. Ne? Weiß noch nicht, wie gut ich dann letztendlich im Kajamite, wie gut ich dann letztendlich auch im BG bin. Ne? Wir haben im Krieger noch nicht wirklich PvP gemacht. Generell nicht so häufig PvP gemacht. Ich weiß nicht, was da jetzt überhaupt kommen kann, ne? Also, Warsong Gulch und so, also, Arati hoch. Arati Becken und so. Die habe ich halt alle mal gespielt, ne? Aber, so wie ich das. Alter, wirklich? Ich habe auch nichts zu mampfen dabei, ne? Hm. Das ist doof. Kochen habe ich auch nicht geskillt, vermutlich. Ich kenne mich doch. Oh, warte, ich kann das Jack beschwören, theoretisch. Und da ist aber auch nichts ordentlich zu mampfen drin, ne? Hm. 10.300 ist immerhin mehr als nichts, ne? Ist mehr als nichts. Sogar ein bisschen Buff-Food. So. Sammelt ein bisschen was zumindest. So. Ein Levelaufstieg wäre halt jetzt ganz schön, ne? Mit einem Levelaufstieg würde man natürlich direkt Folge halt. Ich glaube, ich muss einfach mal ein bisschen besser aufpassen, was ich tue nebenbei. Es ist nicht mehr so einfach wie mit dem Parler, wo man sich einfach auf Knopfdruck voll heilt. Das ist es sicherlich nicht. Ne? Aber der Krieger macht schon Spaß. Und er hat so eine Wucht hinter sich. Das mag ich halt ganz gerne. Jeder Skill, den man mit dem Krieger benutzt, der hat einen Bums hinter sich. Ne? Da merkt man irgendwie, der haut heftig zu oder da steckt halt Wucht dahinter. Und das, finde ich, hat man mit anderen Klassen, also gerade so mit Magieklassen, ne? Die hauen ja generell A nicht zu, aber das hat man irgendwie bei manchen Klassen nicht so. Ich meine, der Schurke haut auch nicht so mit Wucht zu, da fühlt sich das halt eben auch nicht so an, aber alles in allem mag ich halt die Animation ganz gerne. Und das finde ich, hat Blizzard gut gemacht. Ne? Wenn ich von den Animationen her schon sage, die Klasse gefällt mir, obwohl ich vielleicht noch gar nicht wirklich jetzt im Endbereich oder so gespielt habe und sagen würde, letztendlich ist die vielleicht damage-mäßig schlecht oder so. Und einfach nur zu sagen, diese Animation ist so gut, dass ich sie behalten möchte. Oder dass ich einfach das Gefühl habe, wirklich, dass da was hintersteckt, ne? Kennt man vielleicht aus so ein paar Filmen oder so, wo man merkt, da ist keine Wucht hinter, ne? Der schlägt nicht wirklich zu. Und das, finde ich, hat man halt in Spielen auch sehr häufig. Ne? Wie gesagt, beim Schurken oder sowas macht es ja auch irgendwie Sinn. Der Schurke ist ja an sich nicht dafür gedacht, irgendwie heftig zuzuschlagen oder so. Aber der Schurke hat halt so diese kleinen, schnellen Angriffe. Während hier der Krieger halt
mit seinen, ja, Fäusten, naja, nicht Fäusten, aber mit seinen Klingen wirbelt und um sich schlägt und alles. Und das mag ich, das gefällt mir einfach ganz gut. Das ist wirklich eine schöne, schöne Animation. Ne? Ich preise jetzt schon die Animationen ewig lange. Und ich sitze auch schon ewig lange in dieser Warteschlange drin. Ne? 8 Minuten, wir sind 13 drin. woran das wohl liegen könnte. Weiß nicht, wie da die Wartezeit normalerweise ist. Aber gut, wir sind auch gleich prinzipiell von der Zeit her mit der Folge fertig. Dachte eigentlich, wir kommen irgendwie schneller rein in das Budget. Ne, mit 8 Minuten habe ich gedacht, jupp, 8 Minuten kann man mal machen, passt. Aber irgendwie, super. Super, BG. Hast du gut gemacht. Ich gehe mal... Ich würde gerne das Ding noch schnell aufmachen. Und dann in das Battleground rein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.